Was ist eine Paper Wallet? Auch eine Paper Wallet ist eine sogenannte Cold Storage Wallet, also eine Wallet, wo die privaten Schlüssel der Kryptoassets, die du verwendest, nicht mit dem Internet in Verbindung stehen. Das Verwahren von Kryptoassets auf einer Cold Storage Einheit hat viele Vorzüge in Bezug auf die Sicherheit gegenüber der Verwahrung auf einer Hot Storage Wallet, also zum Beispiel einer App, die für dich auf deinem Smartphone die Kryptowährung verwahrt. Die einfachste Form von einem solchen Cold Storage ist, wenn du das kryptografische Schlüsselpaar einfach auf ein Blatt Papier schreibst. Nach gängiger Meinung von vielen Bitcoin-Experten ist die Verwendung von Paper Wallets die ideale Form, um große Mengen von Bitcoin über einen längeren Zeitraum zu verwahren. So schreibt das übrigens auch Andreas Antonopoulos in seinem Buch Mastering Bitcoin. Falls du das Buch noch nicht gelesen hast, an dieser Stelle eine große, große Empfehlung. Das Buch solltest du dir unbedingt holen. Und wenn du Student bist, dann kannst du das Ganze auch kostenlos in der Bibliothek ausleihen. Paper Wallets können kostenlos und unbegrenzt erstellt werden. Bei der Generierung gibt es aber einige Punkte, die du beachten solltest. Ich habe darüber mal ein eigenes Video gedreht und auch einen Guide geschrieben. An dieser Stelle verlinke ich dir beide Ressourcen einfach mal oben hier oder aber auch unten in der Videobeschreibung. Auch wenn du aus der Paper Wallet deine Kryptoassets wieder einlesen möchtest und transferieren möchtest, ist das Ganze gar nicht so schwer. Am praktikabelsten ist, wenn du einfach eine Software Wallet benutzt und hier die privaten Schlüssel von der Paper Wallet importierst. Auch hier habe ich ein Video gemacht, schau dir das gerne mal an. Kommen wir zu weiteren Vorteilen von Paper Wallets. Paper Wallets sind kostenlos und auch unbegrenzt zu generieren, sind aber auch sehr einfach zu verstehen. Denn auf einer Paper Wallet ist einfach nur das kryptografische Schlüsselpaar, die Adresse oder der öffentliche Schlüssel und der private Schlüssel und das war's. So ist es auch generell weniger riskant, mehrere Paper Wallets zu erstellen. Denn wenn du mehrere Paper Wallets erstellst, hast du ein gestreutes Risiko. Wenn einer deiner Paper Wallets verschwunden geht oder geklaut wird, sind andere Paper Wallets, wo du andere Kryptoassets oder auch das gleiche Kryptoasset speicherst, nicht davon berührt. Jedes Paper Wallet hat seinen eigenen privaten Schlüssel und dadurch ist das Ganze doch deutlich sicherer als zum Beispiel bei einem Hardware Wallet. Es gibt allerdings auch einige Nachteile von Paper Wallets und deshalb empfehle ich Paper Wallets eher für fortgeschrittene Nutzer und weniger für Neueinsteiger. Der erste Nachteil oder das erste Risiko lauert schon bei der Generierung von Paper Wallets, denn bei der Generierung von Paper Wallets kann so einiges schief gehen, was am Ende zum Totalverlust deiner Kryptoassets aber nur auf diesem Paper Wallet führen kann. Ich möchte dir auch aufzeigen, was im schlimmsten Fall passieren könnte als Beispiel. Wenn du die Paper Wallet unsicher generierst, stell dir einfach mal vor, du gehst auf eine Generatorseite, die dir die Paper Wallet generiert und augenscheinlich ist alles in Ordnung und du nutzt die Paper Wallet und transferierst dann deine Kryptoassets drauf. Aber was passiert ist bei der Generierung auf dieser Seite, ist, dass die Seite im Hintergrund den privaten Schlüssel speichert und dann, wenn du die Kryptoassets auf die Paper Wallet transferierst, dann kann der Hacker auf die Paper Wallet auch drauf zugreifen und transferiert im schlimmsten Fall die gesamten Kryptoassets von der Paper Wallet weg und stiehlt sie dir. Wenn die Paper Wallets sicher erstellt werden, lauert schon die nächste Falle auf dich und das ist die falsche Verwahrung und Sicherung der Paper Wallet. Es ist wirklich sehr wichtig, die Paper Wallet in analoger bzw. in ausgedruckter Form aufzubewahren. Wenn du die Paper Wallet generierst, liegt die Paper Wallet häufig in digitaler Form vor und was viele machen ist aus Bequemlichkeit, dass ein Screenshot von der Paper Wallet irgendwo auf dem Computer gespeichert wird und das ist natürlich total unsicher, denn wenn der Computer gehackt wird, kann man natürlich auf die Paper Wallet und die privaten Schlüssel dieser Paper Wallet einfach darauf zugreifen. Das Ganze macht dann den Sinn einer Paper Wallet irgendwie auch zunichte. Auch solltest du mehrere Backups von der Paper Wallet machen und die auch an unterschiedlichen Orten aufbewahren. Es würde ja nichts Ärgerlicheres geben, als wenn du die einzige Kopie von deiner Paper Wallet in deinem Haus einfach nicht mehr wiederfindest nach mehreren Jahren und dementsprechend wären deine Kryptoassets auch nicht mehr verfügbar.